Ja, herzlich willkommen bei Experts for Training. Neben mir steht Dr. Jürgen Fritsche. Er ist ehemaliger mehrfacher Karate-Weltmeister und der aktuelle Athletiktrainer der deutschen Karate-Nationalmannschaft. Mir gegenüber steht Professor Dr. Kreuz. Er ist Experte für Gelenke und Spezialist für regenerative Knorpelchirurgie. Wir werden Ihnen heute Übungen zeigen, wie man die Gelenke fit hält und eine optimale Prophylaxe gegenüber den häufigsten Krankheitsbildern schafft. Los geht's! Der folgende Trainingskomplex richtet sich gegen die Instabilität der Schulter. Diese Übungen sind deswegen so wichtig, weil der Oberarmkopf im Vergleich zum Hüftgelenk nicht von einer großen Pfanne umgeben wird, sondern an einer ganz kleinen Pfanne andockt. Mit einem Größenverhältnis von 4:1. Das können Sie vergleichen mit einem kleinen Golfball, der auf einem Tee drauf liegt. Da genügt der kleinste Windhauch und der Golfball fällt herunter. Entsprechend ist eine richtig gute muskuläre Führung und Stabilisation der Schulter notwendig, um das Gelenk zentriert zu halten. Ansonsten kommt es zu vermehrten Scherkräften im Schultergelenk, der Knorpel wird zerrieben und es kommt vorzeitig zu einem Gelenkverschleiß, einer sogenannten Arthrose. Zudem berichten die Patienten über Schmerzen, zuweilen auch über ein Schnappen und Knacken der Schulter. Die Ursache für die Instabilität ist entweder ein Unfall, bei dem die Schulter luxiert ist, also herausgesprungen ist, aber auch angeboren gibt es bereits lockere, laxe Kapselbandverbindungen, bei der die Schulter auch herausspringen kann. Im Extremfall können die Patienten sogar willkürlich die Schulter aus- und wieder einrenken. Das kennen Sie von den sogenannten Schlangenmenschen. Wie Sie Ihre Schulter optimal stabilisieren können, das zeigen wir Ihnen jetzt. Viel Spaß! Schon gesehen im Mobilitätsteil, in welche Richtung sich eine Schulter bewegen kann. Wir nehmen jetzt hierzu entweder zwei kurze Hanteln mit einem Kilo, alternativ dazu auch eine Wasserflasche, die wir in alle Bewegungsrichtungen, die uns die Schulter bietet, bewegen können. Das heißt nach außen, nach oben, in der hohen Aufstellung und gar über den Kopf. Das kann man jetzt einzeln machen oder zusammen. Beides ist möglich, ganz groß nach außen gehen, um die Schulter zu kräftigen und zu stabilisieren. Alternativ dazu brauchen wir einen Ball. Nehmen den Ball, fixieren ihn an der Wand, stellen uns ein bisschen schräg dazu und kreisen den Ball, je nach Möglichkeit, je nach Können, mehr Druck drauf. Oder den Druck reduzieren. Bei mehr Druck wird die Übung natürlich automatisch schwieriger, bei weniger Druck leichter. Wir können große Kreise machen, bitte in beide Richtungen, immer wieder. Sehr gerne auch über Kreuz, sehr hoch, tief und auch seitlich. Zuletzt kommen wir auf den Boden, auch hier wieder je nach Möglichkeit auf den Knien abwechselnd auf die Ellenbogen gehen und wieder in den Stütz. Wer ein bisschen besser ist vom Niveau her, macht das im Liegestütz. Schön langsam, immer in den Unterarmstütz und wieder hoch in den Liegestütz.